Dann wird jeder weiß halt, wir fangen einfach an mit einem geraden Jab, rechte gerade. Bei Julian, er ist nicht normal, er ist Rechtsausleger. Das heißt, seine Führhand, also normalerweise ist er die linke die Führhand, bei ihm ist die rechte die Führhand. Er geht genau andersrum. Also wundert euch nicht. Okay. Ich versuche jetzt auch was Kampfkriegs aufzupassen hier bei den Jungs. Julian hat 2005 seinen letzten Kampf gemacht, 2004 sein Boxdebüt, danach hat er keine mehr Lust gehabt, gegen ihn zu kämpfen. Er ist Papa geworden. Jetzt nach 8 Jahren wird er am 30. März wieder in den Ring steigen, im Cruisergewicht. Also ihr werdet Bescheid sagen, er wird es mal probieren, denke ich. Damit du Bescheid weißt. Okay, jetzt ist es Speed. Dazu sagen, wir haben hier im Chaos ein paar prominente Leute. Einer davon ist der ehemalige deutsche Meister im Schwergewicht aus dem Kai Jackie Girls. Deutscher Meister, ich werde es mir noch. 5-fach, 6-fach, 7-fach. Profiboxer bei Sauerland. Weltmeister im Kickboxen. Hat, glaube ich, 22 Kämpfe bei Sauerland bestritten. 22? 23. 33 sogar. Und ich glaube, fast alle gewonnen. Gab es, glaube ich, zwei gegen wen war es noch? Timo Hoffmann. Der ist ja gegen Timo Hoffmann gelost. Habt ihr auch bestimmt noch gesehen, oder ihr habt bestimmt geschlafen oder im Fluss gegessen, keine Ahnung. Aber er hat auch gegen Timo Hoffmann gelost. Und wir haben noch einen Prominenten hier. Und zwar Ayman. Ich glaube, jeder kennt dieses Lied, du bist mein Stern. Also einen Applaus für die beiden, bitte.